Mein erstes Video sollte eigentlich ein Witz sein, aber nach ganzen 2 Likes und 22 Aufrufen nach nur 4 Wochen mache ich eben weiter. Und ich brauche ein besseres Intro, aber jo, mir fällt nichts ein. Intro. Und heute geht es um die Fortsetzung von Blade Runner, von der ihr garantiert noch nichts gehört habt. Aber sie existiert. Mir ist zu spät aufgefallen, dass ich nicht richtig im Bild war, aber ich bin zu faul, das jetzt alles nochmal in die Kamera zu quatschen, deswegen bleibt das jetzt so. Wie immer fangen wir mit den Fakten an. Der Film Blade Runner basiert auf dem Buch Do Androids Dream of Electric Sheep von Philip K. Dick. Dieses Buch ist 1968 zum ersten Mal erschienen. Es spielt in der fernen Zukunft 1992. In späteren Ausgaben wurde das Jahr auch noch weiter in die Zukunft gesetzt. Der Film Blade Runner ist 1982 erschienen und spielt in der fernen Zukunft von 2019. Auf IMDb hat er 8,1 Sterne im Durchschnitt mit 660.000 und ein paar zerquetschten Stimmen, die den Film bewertet haben. 2017 ist dann der Film Blade Runner 2049 erschienen, der, wie der Titel so wunderbar sagt, im Jahr 2049 spielt. Dieser Film hat auf IMDb eine Bewertung von 8,0 Sternen mit knapp 420.000 Stimmen. Aber nun kommen wir zu dem Film, in dem es im heutigen Video geht. Die Sturzflieger. Ein deutscher Science-Fiction-Roadmovie-Film aus dem Jahre 1995. Dieser Film spielt im Jahre 2417. Ja, tatsächlich. Und auf IMDb hat er eine grandiose Bewertung von 3,8 Sternen, allerdings auch nur mit 49 Stimmen, weil ich glaube, kein Schwein jemals diesen Film gesehen hat. Dabei hat er eine Bewertung von 3,8 Sternen nun wirklich nicht verdient. So schlecht ist er echt nicht. Sprechen wir erstmal über ein paar allgemeine Dinge im Blade Runner-Universum. Bei Blade Runner geht es natürlich um die sogenannten Replikanten, das sind humanoide Roboter, und die sogenannten Blade Runner. Das sind Menschen, die entflohene Replikanten jagen und töten, insofern man einen Roboter töten kann. Dabei gibt es im Original Blade Runner verschiedene Replikantenmodelle der Sorte Nexus. Und diese sind durchnummeriert, je nachdem welches Modell es ist. So ist zum Beispiel der Nexus 6 ein Roboter, denen bewusst ist, dass sie Roboter sind. So ein Nexus 6 ist zum Beispiel Roy im ersten Blade Runner Film. Dann gibt es auch schon im ersten Blade Runner Film den Nexus 7. Das sind die ersten Replikanten gewesen, denen Erinnerungen eingespeichert wurden und die dadurch denken, dass sie menschlich wären und ihnen ist nicht bewusst, dass sie Roboter sind. So ein Nexus ist zum Beispiel Rachel. Bei Blade Runner 2049 gibt es mittlerweile auch den Nexus 9. Das ist der Hauptheld Kate zum Beispiel. Und bei diesen ist eine der Neuerungen, dass sie keinen Groll mehr gegen ihren Erbauer hegen. Sie haben Erinnerungen eingepflanzt, aber sie wissen trotzdem, dass sie Roboter sind. Ein wichtiger Bestandteil in allen drei Filmen und auch im Buch ist die Bedeutung von Tieren. So sind echte Tiere so gut wie ausgestorben und daher sehr wertvoll. Und es gibt allerdings sehr professionell gebaute Robotertiere, die echten Tieren zum Verwechseln ähnlich sind und auch ein solches zu haben, ist daher ein großes Statussymbol. Im ersten Film, der 2019 spielt, sind die Tiere erst fast ausgestorben. Im Blade Runner Film 2049 wird gesagt, dass Tiere und Pflanzen ausgestorben sind, daher werden Insekten gezüchtet zur Proteinherstellung und Nahrungsgewinnung. In Die Sturzflieger, der 2417 spielt, wird gesagt, dass Tiere praktisch ausgestorben sind. Allerdings spielt dieser Film ja auch nicht auf der Erde, also kann es sein, dass eben es auf anderen Planeten noch Tiere gibt, wohingegen sie ja 2049 auf der Erde ausgestorben waren. Die Handlung dieses grandiosen Films wird beschrieben wie folgt. Wir sind im Jahre 2417. Ryo Kowalski, der schlitzohrige Pilot des klapprigen Weltraumshuttles Kowalski Cargo, dümpelt mit seinem getreuen Replikanten Max und der betörend schönen Angie durch die Tiefen des Weltraums. Zufällig fangen sie den letzten Funkspruch der abstürzenden Titanius auf. Ryo weiß, dass die Ladung des Raumschiffs mit 50 Milliarden Dollar versichert ist. Diese Beute will sich der Space-Schmuggler unter den Nagel reißen. Angie fordert ihren Anteil an dem Schatz, denn nur sie kennt die Positionsdaten des galaktischen Schiffsbruchs. Mit dem aufmüpfigen Mädchen wird Kowalski schon irgendwie fertig werden.
Zuerst braucht er neue Brennstäbe und die will er sich auf der Raumstation Katanga holen. Doch da warten jede Menge Schwierigkeiten auf ihn. Klingt auch sehr spannend. Eigentlich hätte dieser Film auch berühmter werden können, da Götz George mitspielt, der einzige Schauspieler, den man kennt, der in diesem Film mitspielt. Aber irgendwie ist er nie bekannt geworden. Die Haupthelden dieses Films sind Rio Kowalski, der von Naujox gespielt wird. Er ist ein, ja, höchstwahrscheinlich Schmuggler. Er besitzt eben ein sehr klappriges Raumschiff, mit dem er meistens Schmuggelware unter irgendeinem Deckmantel hin und her schafft. Ich will sofort den Kapitän sprechen. Nicht anfassen! Verdammt nochmal, wo bleibt denn die Narkose? Ich kann das alles nicht mehr aushalten. Sir, ich bin's, Max. Max? Ja, alles in Ordnung, Sir. Ganz ruhig. Ach ja, das bin ich übrigens. Rio Kowalski. Au! Sie haben nur schlecht geträumt, Sir. Der Replikant Max, das George gespielt wird, ist ein sogenannter Kowalski-Eigenbau aus unterschiedlichsten alten Replikantenteilen und hat so einige Macken. Das ist übrigens Max, mein Leibwächter und Co-Pilot. Hab ihn vor zweiter Schrott von der Armee gekauft und eigenhändig neu zusammengebaut und programmiert. Natürlich ist er ganz legal angemeldet, mit Datenblombe in der Hand, wie alle Replikanten. So. Außerdem noch Angie, die von Anya Kling gespielt wird. Und sie ist auch eine Replikantin, allerdings erfährt man das erst später. Und sie hilft Kowalski und Max dabei, das der Titanius zu finden. Da sie natürlich auch ihren Anteil davon haben will. Aber ich sage dir, es gibt Orte auf dieser Welt, die kannst du dir nicht mal vorstellen. Und dieser Kerl will ich zurückbringen, hä? Ich war schon ohne ID-Karte bis Sahira gekommen. Da hat er mich dann erwischt. Er arbeitet für 20%. Wovon? Kommen wir nun dazu, warum dieser Film eindeutig als eine Fortsetzung zu Blade Runner gedacht ist. Die Roboter in die Sturzflieger werden Replikanten genannt, was ein Begriff ist, der eindeutig durch Blade Runner geprägt worden ist. Sonst hat man einfach Roboter oder Humanoiden gesagt oder Druiden, aber durch Blade Runner wurde der Begriff Replikanten geprägt. Diese Replikanten haben als Erkennungsmerkmal irgendwo einen Chip implantiert, meistens im Bereich der Hand, wohingegen ja Roboter bei Blade Runner noch entweder durch den Vogt-Kampftest ermittelt wurden und dann später hatten sie auch eine Erkennungsnummer im Auge eingebrannt oder ein tätowiert oder jedenfalls sie hatten eine Erkennungsnummer im Auge, die gescannt werden konnte. Weiterhin ist die Bedeutung von Tieren auch in diesem Film wie in allen anderen Blade Runner Adaptionen sehr wichtig. So will Kowalski ein Roboterschwein als echtes Schwein verkaufen, weil er dafür extrem viel Geld bekommen würde. Außerdem ist der ganze Plot-Twist des Films, dass diese hochversicherte Ladung der Titanius ein Haufen Eier und Hühnerküken sind. Und zwar echte und keine Roboter, die eben extrem viel wert sind, weil es echte Tiere sind. Sind die echt? Wie pures Gold. Die Sturzflieger spielt sehr weit in der Zukunft der anderen Blade Runner Teile und es spielt nicht auf der Erde. Kowalski ist zwar ein Mensch, aber er hat noch nie die Erde gesehen oder betreten, da er schon in mehreren Generationen ein Auswanderer ist. Im ersten Blade Runner Film 2019 fand die Auswanderung noch statt, also war noch im vollen Gange. Aber Kowalski ist schon seit mehreren Generationen ein Auswanderer und ist deswegen auch nicht auf der Erde geboren. Für ihn ist die Erde bloß ein Bild auf einer Postkarte, wovon er träumt. Er will unbedingt auf die Erde zurück und versucht genug Geld dafür aufzubringen. In die Sturzflieger gibt es außerdem sehr viele unterschiedliche Replikanten, weil es eben nicht nur eine Firma gibt, die sie produziert. Und so gibt es sehr viele unterschiedliche, nicht nur die Nexus-Serie und sie haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Aber auch hier scheint es so zu sein, dass die Roboter keine Altersgrenze mehr haben, wie es auch schon bei den Nexus 9 im Jahre 2049 der Fall ist. Auch weil es natürlich nicht auf der Erde spielt, rennen diese Replikanten dort alle frei herum. Sie dürfen ja nur nicht auf die Erde. Ohne weiteres
frei herumlaufen können. Dafür gibt es die Blade Runner. Aber eben nicht auf der Erde können Replikanten herumlaufen. Sie haben auch alle einen Besitzer und eben einen Erkennungschip. Aber es gibt im Grunde keine Blade Runner, die diese jagen. Allerdings wird Angie, von der wir nach etwa 50 Minuten des Films erfahren, dass sie auch ein Replikant ist, von einem Special Service Agent begleitet, da sie von ihren Besitzern oder Eigentümern abgehauen ist und dieser Agent sie eben zurückbringen will. Und somit, ja, gibt es eine Art von Blade Runnern, aber eben diese heißen nicht so, weil der Name irgendwie rechtlich geschützt ist. Der ja unbedingt auf die Erde will, will außerdem auch seinen Replikanten Max mitnehmen. Er ist der Meinung, dass sich das mit ein paar Milliarden schon deichseln lässt, was auch impliziert, dass immer noch Replikanten auf der Erde verboten sind, aber er eben glaubt, dass er mit genügend Geld Max eine Identität verschaffen kann, dass nicht auffällt, dass er ein Replikant ist. Einige weitere interessante Themen in diesem Film, die auch in den verschiedenen Blade Runner Adaptionen vorkommen, sind zum Beispiel, dass auch der Hauptheld Kowalski in einem Moment anzweifelt, ob er denn überhaupt menschlich ist oder ob er auch nur ein Replikant ist, der das eben nicht weiß, so wie Rachel im ersten Blade Runner Film. Außerdem gibt es eine Gruppe von Replikanten, das ist die Besatzung der Titanius, die den Absturz überlebt hat, da sie feuerfeste Replikanten sind, die nach dem Absturz eine Art Widerstandsgruppe gebildet haben und abwarten wollen, bis sich die Menschheit selbst vernichtet hat, damit dann die Replikanten, die sich den Menschen überlegen halten, übernehmen können. Alles in allem will ich nicht sagen, dass das ein guter Film ist. Dieser Film ist eine Aneinanderreihung von sehr viel Quatsch. Und hier, meine Freunde, ist wieder Bud Jensen auf UCLR. Es ist 10 Sekunden nach Mitternacht und wir haben ihn endlich überstanden, diesen Freitag, den 13. Warum bloß immer ich? Immer muss ich die Rübe hinhalten, das stimmt doch was nicht. Allerdings ist er auch nicht so schlecht, wie IMDb mit 3,8 Sternen behauptet. Durchaus gute Ideen. Er setzt viele Ideen der Original-Blade-Runner-Filme fort, also des Original-Blade-Runner-Films, weil den zweiten gab es damals noch nicht. Außerdem hat er einfach immer noch das gute alte Sci-Fi-Flair mit Raumschiffen und... Scheiße. ...und komischen Planeten, also nicht so extrem komischen Planeten wie in 70er Jahren, aber... Ja, eben Planeten, es gibt die Mutanten, das ist eine neu gezüchtete Spezies, die echt ziemlich cool sind und ein bisschen verrückt. Unser Kampf hat begonnen! Es lebe das neue Katanga! Es lebe die Befreiungsorganisation aller Mutanten! Es lebe die MLO! Kommen Sie jetzt. Scheiße. Es gibt, ja, nicht ganz ernst gemeinte Action-Szenen. Es ist einfach eben, ja, mehr eine Komödie und kein harter Science-Fiction-Film wie Blade Runner. Aber deswegen ist er nicht schlechter. Also er ist schon schlechter als Blade Runner, aber nicht so schlecht. Kowalski ist immer noch eine angenehmere Hauptfigur als Decker, aber das ist nur meine Meinung, weil ich Decker nicht mag. Also, ja, nicht sehr. Man kann ihn sich durchaus einmal angucken, aber jetzt kommt der größte Witz. Ich glaube, diesen Film gibt es nicht mehr zu kaufen, weil ihn kein Schwein kennt und deswegen niemand kaufen will, jemals. Also ich glaube, man findet ihn auch nicht mehr. Es würde mich wundern, wenn es einen Trailer davon auf YouTube gibt, aber... Was weiß ich, ich habe nicht nachgeguckt. Chance habt, diesen Film in einer Videothek auszuleihen, die in einer Zeitschleife hängen geblieben ist. Dann leiht ihn euch aus, guckt ihn euch an. Er ist lustig, man kann ihn mal gesehen haben. Und man kann dann behaupten, man hat die unoffizielle Fortsetzung von Blade Runner gesehen. Kann nicht jeder. Vor allem niemand, der nicht deutsch ist, weil ich glaube, außerhalb von Deutschland kennen noch weniger diesen Film. Also, oder gar keiner. In die Kommentare, wenn ihr jemals von diesem Film vorher gehört habt. Würde mich echt interessieren, ob irgendwer diesen Film kennt. Außer mir.